Du solltest dich wirklich was schämen, mein lieber Freund. Ein Mann wie du, der von sich behauptet, hochintelligent zu sein, hat nichts weiter im Schädel als lauter Unsinn. Wie konntest du nur? Das hätte ich nie von dir erwartet. Du hast die Abwesenheit deines Frauchens benutzt, um hier eine wilde Party zu feiern. Und das Geld, das du nicht versoffen hast, ging beim Poker drauf. Wie eine Weihnachtsgans haben sie dich ausgenommen. Einen solchen Vollidioten gibt's nicht nochmal auf der Welt. Vollidiot ist gar kein Ausdruck. Dabei hast du doch früher zu den kühnsten Hoffnungen berechtigt. Pfui, sag ich Oliver, pfui! Eine Schande, wie du aussiehst, alter Junge. Dafür gibt es nur zwei Worte. Völlig vergammelt. Mr. Hardy? Ja? Ein Telegramm für Sie. Von wem kann das bloß sein? Das Telegramm ist von Ihrer Frau. Anscheinend kommt sie heute Mittag zurück. Hm? Oh, wenn die die Wohnung sieht. Halleluja! Fast. 89. 89, bitte. Wo steckst du denn bloß? Ich bin hier bei mir. Warum warst du nicht auf meiner Party, Stanley? Ich konnte nicht kommen. Ich bin von einem Hund gebissen worden. Was war los? Ein Hund hat mich gebissen. Ich kann dich nicht verstehen. Sprich deutlicher. Ein Hund hat mich gebissen. M-I-C-H gebissen. Wohin? Hier rein. Dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht. Geh doch näher an den Apparat, ich kann dich so schlecht verstehen. Ich sagte... ich sagte, Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. War es so schlimm? Ja, der Doktor hat mir eine Tantalusspritze gegeben. Tantalusspritze, so ein Quatsch. Du meinst eine Tetanusspritze. Sag, was tust du jetzt? Hä? Was du jetzt tust? Was ich jetzt tue, ich telefoniere mit dir.
Ja, natürlich, das weiß ich auch. Ich bin ja nicht blöd. Los, komm rüber, ich habe mit dir zu reden. Aber beeil dich ein bisschen. Ja, ist gut. Eine Tantalus-Spritze. Was gibt's denn? Ich sitze ziemlich in der Klemme. Meine Frau kommt heute Mittag zurück, völlig unerwartet. Und jetzt schau dir das hier an. Warum stört dich das? Warum mich das stört? Du kennst wohl meine Frau noch nicht. Du hast mir von ihr erzählt. Was heißt erzählt? Du müsstest sie mal sehen. Hier ist ein Bild von ihr. Die finde ich doch sehr süß. Bezaubernd. Wo ist deine Frau? In Chicago, bei ihrer Mutter. Da wird sie es sicher schön haben. Sicher wird sie es sehr schön haben, sonst wäre sie nicht schon eine Woche weg. Sie, ach, es ist mir piepegal, ob sie es schön hat oder nicht. Ich weiß nur, dass sie heute Mittag kommt. Und wenn sie diesen Saustall sieht, dann bin ich doch dran. Und das will ich unbedingt vermeiden. Es ist immer wieder dasselbe Lied. Was? Wenn die Maus aus dem Haus ist, tanzen die Katzen auf dem Tisch herum und alle sind quietschvergnügt. Wenn die Maus aus dem Haus... Sei jetzt bitte so nett und hilf mir ein wenig beim Aufräumen. Ich würde das ja auch für dich tun. Das glaube ich nicht. Natürlich täte ich das. Dazu käme es gar nicht. Wie kannst du sowas behaupten? Weil ich niemals heiraten werde. Ich frage dich zum letzten Mal, willst du mir nun helfen oder nicht? Natürlich will ich dir helfen. Und was soll ich zuerst tun? Jetzt gefällst du mir schon besser. Geh in die Küche und wasch das Geschirr ab. Ich werde mich inzwischen anziehen. Und als Belohnung werden wir gemütlich zusammen frühstücken. Bring alles schön in Ordnung, damit meine Alte ja nicht merkt, was hier los war. Sag mal, gibt's Marmelade zum Frühstück? Ja, es gibt Marmelade zum Frühstück. Aber vorher spuckst du tüchtig in die Hände und packst den Stier fest bei den Hörnern. Ich wette, die Arbeit wird für dich ein Vergnügen sein. Die Scherben zusammen. Ich sehe nach, wo wir sie am besten hin tun. Pass auf! Handtuch. Wo sind die Handtücher? Das weiß ich doch nicht. Sieh im Schrank nach. Warte, ich helf dir. Ah.
Olli. Was? Wo hast du deine Taschentücher? In der obersten Schublade. Was machst du denn da eigentlich? Ich versuche hier das Wasser abzulassen. Wo soll ich sonst damit hin? Oh, da. Überleg dir das gefälligst selber. Willst du mir den letzten Anzug, den ich besitze, auch noch ruinieren? Ich kann doch nicht. Halt den Mund! Kannst du das Wasser rausschütten? Oh. Wann gibt's denn was zu frühstücken? Du bekommst gleich dein Frühstück. Da, sieh, was du getan hast. Das ist aber diesmal nicht meine Schuld. Endlich hast du es geschafft. Den Anzug kann ich in den Mülleimer werfen. So ein Schaf wie du bringt selbst einen erwachsenen Mann zum Weinen. Aber du hast doch vorhin gesagt, ich soll das Wasser zum Fenster rauswerfen. Hör auf zu jammern und räum endlich die Scherben weg. Wenn meine Frau das sieht, zerspringt sie in der Luft. Was denkst du dir eigentlich? Ich bin doch nicht dein Diener. Wenn ich nicht so dumm wäre, ließ ich dich einfach sitzen. Ein Glück, dass du dumm bist. Ja, das ist auch ein Glück. Was hat Olli da eben gesagt? Ein Glück, dass du dumm bist? Ja, das ist doch ein Glück. Angenommen, er. Wäre dumm. Dann. Hier ist meine Hose. Bring sie fest aus. Die Jacke trocknen wir am Ofen. Das muss man selber machen. Hey.
Gib her. Hallo. Schrei nicht wie am Spieß. Du glaubst wohl, ich bin taub. Ach so, du bist das Mausepüppchen. Wo steckst du denn? Am Bahnhof. Ich habe mir die Füße schon in den Bauch gestanden. Wenn du mich nicht bald abholst, stecken sie mich noch in die Gepäckaufbewahrung. Oh. Wer war das? Schnell meinen Anzug, das war meine Frau. Sie wartet am Bahnhof auf mich. Oh. Mein bestes Was Stück. Machen wir denn jetzt? Ich hab's. Was? Räum mir auf und lauf nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn herum. Beeil dich ein bisschen. Was gibt's denn? Du kannst doch nicht so weggehen. Wieso? Was stört dich? Zu dem Kleid gehört doch ein Pferd. Ich bin von der Gebirgsmarine. Ich gehe zu Fuß zur Bahn. Oh, nicht rangehen. Das ist meine Frau. Wasch dir den Dreck aus dem Gesicht und dann verschwinde. Wir sehen uns heute Abend. Wie ist denn das passiert? Ich war gerade im Begriff, das Haus zu verlassen. Da dachte ich mir, mach schnell Feuer, damit es gemütlich warm ist, wenn Olli mit seiner Frau vom Bahnhof zurückkommt. Dabei ist das Haus abgebrannt, aber diesmal kann ich wirklich nichts dafür. Ich habe getan, was ich konnte. Im Augenblick hast du sicher nichts mehr für mich zu tun. Es genügt mir vorläufig. Wir werden uns ja bald wiedersehen. Wiedersehen. Hey! Ja, Olli? Mach gefälligst die Tür hinter dir zu. Ich will für mich allein sein.